Herzlich willkommen zurück im Krieg. Ihr habt nichts verpasst, Dennis Richtarski zerbrät sich immer noch den Kopf im Versuch, das Desaster, das seinen Namen trägt, noch in irgendetwas umzuwandeln, was weniger desaströs auf der geschichtlichen Beurteilung seiner Person lasten wird. Dennis. Ich bin immer noch im Zug. Jetzt bist du dran. So. Gut. Jetzt muss ich erstmal checken, was du so gemacht hast. Ach was. Aha. Das ist schön. Schön. Durchweg gute Nachrichten. Sag ich mal. Was ist denn mit dir los? Kannst du vielleicht... Kommst du so weit? Nee. Dann müssen wir das nämlich anders machen. Dann... bam, 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 bam. Was hältst du denn davon, wenn du mal jetzt dahin gehst? Zack. Und du, kommst du? Na, das wird schwierig. Das wird auch schwierig. Wie viel hast du? Ey, Mann! Ey, es ist schon wieder passiert. Oh Gott, das ist so lächerlich. Man lässt... Ey, das, was ist hier los mit der Maus? Das ist doch so ein Schwachsinn. Mann! Ey, Dennis, das macht mich wahnsinnig hier. I like. Nee, das ist scheiße. Das ist totaler Scheiß. Jetzt habe ich gerade eine Einheit verloren deswegen. Weil dieser bescheuerte Mauszeiger ein mieses Schwein ist. Das ist nicht okay. Verstehst du das? Dennis? Mhm. Sehr lustig. Oder mache ich das? Nee, das darf ich wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich ein Problem. Vermutlich. Nee, so machen wir das nicht. Gut. Ja. Ah, wie ärgerlich. Das ist doof, sowas. Wenn man da gefühlt nichts für kann. Aber nun ja. Es ist, was es ist. Das wieder, ey. Einfach nur so ganz leicht. So, dann schauen wir mal. Kommst du da hin? Natürlich nicht. Kommst du da hin? Ernsthaft jetzt? Sagen. Okay. Gut. Du gehst dann dahin. Du bist mein neuer Homeboy, das ist sehr gut. Du machst mal... Ja, so. Das wäre nicht so schlecht, aber ich glaube... Du bleibst da. Das bringt mir eh nichts. Dann müsste eigentlich... Der ist keine Gefahr. Probieren wir es mal. Die können ja alle nichts. So. Du bleibst da, oder? Ja. Du bleibst mal da. Vielleicht könntest du auch. Nee, du bleibst da mal.
Gut, wo war ich stehen geblieben? Das habe ich gecheckt, das habe ich gecheckt, das habe ich gecheckt, das habe ich gecheckt. Du bist da, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ich glaube, das ist, das macht voll Sinn. Okay, Dennis, du bist. It's your turn. Okay. Weiter geht's. Zack. 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 Ach shit, das. Ah, blöde Position. Und wenn ich hier. Nee, auch nicht. Auch nicht richtig. Komm zurück. Aha, das ist wieder okay. Schlaf. Ihr geht nach vorn. Zack. Was ist denn hier? Wieso ist denn das? Wir machen das wie folgt. Das ist aber eine Frechheit hier, ey. So. Das muss man sich mal vorstellen. Und so. Dann haben wir noch mal. Wie ist das denn jetzt gekommen? Ach so. Kurz gucken. Okay. Ja, das mit so ist kein. Du gehst mal nach Hause hier. Ist wertvoll. Warten. Schlafen. Verschanzen. Du auch. Ja. Das hier geregelt. Ja, ja, ja. Du bist dran. Mhm. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe eine Idee. Das passt leider nicht ganz. Das würde passen. Das heißt, oh, Homie, das ist doch scheiße. Oh Mann, 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 das ist alles nicht cool. Aber egal. Dann machen wir mal den. Jetzt machen wir es. Der. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Nee, das funktioniert leider nicht, wie ich mir das vorstelle. Das auch nicht. Schauen wir jetzt mal hier. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Oder
Ich check das hier oben ab. Das wäre halt auch interessant, aber ich probiere das mal lieber so. Dann steht der da. Aber ich habe noch genügend eigentlich. Darfst du das schon tun? Nein, natürlich darfst du das nicht tun. Schauen wir mal, was ist denn hier die Phase? Dann machen wir es mal. Gehen wir da. So. Zack. Dann, das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Oder? Nein, Mann! Das passiert jedes Mal. Man will einfach nur auschecken, wie die Chancen sind und er macht den Zug schon. Und das ist, ey, ganz ehrlich, so geht ein kompletter Krieg verloren. Das ist einfach so scheiße. Das ist, was ist das für eine Maus? Oh Gott. Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt nicht cool. Das ist nicht cool. Ah. Das macht keinen Spaß so. Mann. Das ist jetzt echt unangenehm gewesen. Weil ich glaube, dass das vielleicht zum Problem werden kann. Muss mal so. Okay, du bleibst da. Alles klar. Was haben wir hier gemacht? Das haben wir gemacht. Ich brauche aber... So, geht nicht anders. Und du machst mal... Ja, das wäre auch nicht schlecht. Probier das mal. Das probieren wir mal. So. Ach was, hier ist auch was passiert. Ich drehe durch. Das ist ja sensationell. Gut. Weiter tun. Das ist ganz hervorragend. Dann, haben wir das nochmal? Sehr schön. So. Das fehlt noch, alles klar. Wer will jetzt noch was? Wer hat noch nicht? Du willst noch was? Alles klar. Das sieht gut aus. Du gehst da hinten hin. So. Alles klar. So, Denzelmann. Schon wieder vom Schicksal ein bisschen geärgert worden mit meinem unnötigen Zug, den ich machen wollte. Aber so ist das jetzt halt. Okay, so. Jetzt probieren wir mal was. Wie sieht's denn aus mit... Du bist ja doch bestimmt derbe heiß drauf, oder? Nee. Du vielleicht? Ja, schon besser. Aber immer noch lächerlich. Was mit dir? Kannst du da was mit anfangen? Was? Oh, das gibt's nicht. Habt ihr das gesehen? Ich hab gerade original aus Versehen die Stadt verschenkt. Welche meine? Ja. Nee. Du hast meine Stadt an jemand anderen geschenkt? Ich habe aus Versehen die Stadt verschenkt gerade, ey. Ja. Ah. Ey, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit, dass du meine Stadt verschenkst. Das ist eine Frechheit. Also, der Plan war, sie zu verkaufen.
aber ich habe sie gerade original verschenkt aus Versehen. Und dann auch noch an Byzanz. So ein Scheiß. Ich wollte nur fragen, was er mir dafür gibt. Und er hat sie original, ich weiß gar nicht, ob das Spiel mich verarschen wollte, ob ich mich verklickt habe. So eine... Du verschenkst meine Stadt an Byzanz. Scheiße. Das ist ja das Frechste, was ich hier erlebt habe. Ja, ne? Oh Mann, oh Mann. Damit nimmst du mir die Chance, sie auf ehrlichem Wege von dir zurückzuerlangen durch Krieg. Da verschenkt er die Stadt an Byzanz, um da so einen Block zwischen mich und sich zu setzen. Das schiebt deine Frau vor. Das muss man sich mal reinziehen. Theodora von Byzanz wird als Keilblock verwendet, um meine Armee vor deinem Land fernzuhalten. Das ist wirklich das Frechste, was ich hier erlebt habe. Ich habe gerade aus Versehen die Stadt verschenkt. Ey, so ein Scheiß. Ja, komm, Scheiß drauf. Zack, zack, zack. Oh, shit. Okay. Dann machen wir aber weiter. Mensch, Dennis, so. Ja, gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man so von einem Computer, also wenn man eine Stadt von einem Computer erobert, die vorher jemand anderem gehört hat, dass man die befreit, die Stadt. Und dann kriegt man da ganz viele Sympathiepunkte. Aber ich wette, die olle Theodora schickt mir meine Stadt natürlich nicht zurück. Das muss man sich hart erarbeiten. Okay, was bauen wir hier? Hm. Ach komm, bauen wir das Ding, Scheiße. Okay, dann hier. Das, oh, haben wir ein Gebäude fertig. So, noch das. Was ist denn das hier? Okay. Gefällt mir. Und weiter geht's. Oh Mann. Das ist aber noch nie passiert. Aus Versehen eine Stadt verschenkt. Das gucke ich mir aber auch noch mal in der Wiederholung an, ob ich da wirklich mich verklickt habe, weil eigentlich habe ich... Ach. Okay, was ist jetzt hier alles passiert? Okay, das war natürlich eine doofe Idee. In der Nachbetrachtung muss man das leider wohl so sehen. Der lebt noch, das ist gut für mich. So. Oh, ey, so ein Scheiß. Die Stadt verschenkt. Ich hatte eigentlich vor, nachzufragen, ob Indonesien die haben möchte. Natürlich nicht geschenkt, sondern dafür, dass sie dir Krieg erklären. Das hätten die auch garantiert gemacht, weil eine Stadt im Angebot zu haben, das, da kann keiner Nein sagen. Stattdessen verschenke ich die an die falsche Nation. Ah, oh, das wäre so geil gewesen, wenn du jetzt Krieg mit Indonesien gehabt hättest. Ah. So, zack. Ach was. Das ist ja kaum was. Na gut. Das machen wir dann mal gleich. Naja, wenigstens mag mich Byzanz bestimmt jetzt sehr gerne. Das wird dir auch nicht lange helfen, weil Byzanz wird es nicht mehr so lange geben. Wer auf so kackdreiste Art ein Geschenk annimmt, was nicht für ihn bestimmt war, der wird auch nicht mehr lange leben. Was? Hat der das denn überlebt? Oh, es wird immer alberner. Was ist denn das bitte für ein Gerät, ey? Ja, genau, ey. Na gut. Aber er kann... Wie viel kriegt er? Das wird wahrscheinlich zum Problem noch werden. Das ist nicht gut.
So ein Quatsch aber auch, echt. Ja, das kann man mal machen. Das sollte schon irgendwie klar gehen. Dann hat er zwar ein Problem, aber es... So. Oh. Ja, ist nicht so geil. So, da zieht er sich zurück in Schimpf und Schande, der Dennis, ey. Unglaublich. Unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Dieser Dennis, so. Was hat dir das jetzt im Endeffekt gebracht? Hat das dein Volk irgendwie vorangebracht? Dieser Krieg, Dennis? Mhm. Das glaube ich wohl kaum. Mhm. Dass dir das irgendwas gebracht hat. Da zieht er sich zurück da, mit Mann und Maus. Das ist ja unglaublich. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Hat er irgendwas da? Nö. Dann können wir das immer machen. So. Ihr habt noch ungefähr 5 Minuten, ja, gut. Wo komme ich da hin? Geht schneller, ne, wenn ich das so mache. Oh, das war... Dieser Denzelmann. Kann ich noch machen, ey. Nee, leider nicht. Das war so ein super Plan. Ja, Pläne, wie heißt es so schön, Pläne sind so lang super, bis man auf den Feind trifft. So, okay. Also eigentlich müsstest du mir mal hier bitte das zurückgeben, sonst muss ich dich leider. Sonst bist du leider fällig, Alter, wenn du mir meine Stadt nicht zurückgibst. Das weißt du hoffentlich. Deswegen fordere ich von dir meine Stadt zurück. Gib mir meine Stadt. So, ich probier's jetzt mal. Ist er natürlich pisst auf mich. Aber es ist einfach meine Stadt. Beziehungsweise, warte, ich kann ja erstmal handeln. Ich frage ihn erstmal, was er für meine Stadt will. Es ist meine Stadt. Ich fürchte, ich sehe keine Möglichkeit, dieses Geschäft zustande zu bringen. Ja gut, dann gibt's halt gleich Krieg. Glaubst du nicht im Ernst? Da muss man erstmal checken, wie denn so. Das muss man natürlich ganz kurz mal eben checkhorn. Alles klar. Brasilien, gut. Ja, komm. Das ist alles kein Problem. Ah, shit. Hm. Ja, das ist alles natürlich jetzt unangenehm. Aber gut, dann machen wir es in der nächsten Runde. Alles klar! Ist fertig? Ja. Okay, was ist da passiert? Was ist da passiert? Nix. Ah, noch ein bisschen. So. Mein
Nein, doch nicht du. Ich hab dich angeklickt. So, und jetzt mal zack. So, folgen. So, jetzt schnacken wir mal Byzanz. Theodora, komm, das war echt. Und willst du jetzt in die Stadt zurück, oder was? Ja. Wie schlecht, ey. Sag mal, vielleicht geht's ja. Sevilla, was willst du denn für Sevilla? Deinen Kopf? Das ist ihre Antwort? Sie will deinen Kopf für Sevilla? Dein Kopf. Mein Kopf. Da hat sie es wirklich gesagt? Nein. Nein. Soll sie da ist er gleich noch, er steht da auf die Theodora. Nee, das erinnert mich einfach nur. Ich war mir nicht sicher, ob du Kopf oder das andere Wort mit CO gesagt hast. Aber mich hätte einfach mal interessiert, ob sie das als Antwort tatsächlich parat hat, so als Computer. Aber hat sie ja offensichtlich nicht. Du hast ja nur geflaxt. So. Hier muss ich auch was tun. Den habe ich jetzt auch verloren. Ey. Oh Mann, das ist doch scheiße. So, was wir auch können ist. Nee, wo ist denn verschenken? Ach da, so. Was geht denn eigentlich hier ab? Da müssen wir uns mal unterhalten. So. Und hier. Nee? Okay. Aber wenn wir. Können wir mal fragen. Hier, willst du. Hä? Ja. Und das machen wir gleich nochmal. Weil wie ihr da draußen ja bestimmt mitgekriegt, oh, das geht nicht zweimal. Wisst ihr bestimmt, was das Problem war. Aber ich meine, habt ihr da, was soll ich machen? Ne? Okay, jetzt habe ich das hier oben zumindest erstmal wieder relativiert. Aber das ist hier immer noch das Hauptproblem. Ich dachte, das kann ich einfach mal hinten anstellen. Und mich um Nils kümmern. Der Plan ist nicht ganz so aufgegangen, weil genau das hier dazwischen gefunkt ist, habt ihr bestimmt mitgekriegt. Ich will es nicht laut sagen, weil der Nils weiß sonst genau, wie der Hase läuft. Ich weiß zumindest, wie du läufst, und zwar rückwärts. Rückwärts heim ins kümmerliche kleine Reich. Okay. Nein, das ist ja, doch gerade interessant. Weil wenn ich jetzt auf Start drücke, dann kannst du wieder speichern. Ich werde jetzt hier noch die Runde kurz beenden. Muss noch einmal überlegen. Hier, da steht ihr gut. Du ist da. Und jetzt muss ich aber noch einmal ganz kurz. Hier, wir sind auch jetzt Buddies. Was kostet denn das hier? Ah! Nicht? Okay, und was mit dir? Können wir da nicht irgendwas. Ja. Das ist der Intrigen-Dennis, ey. Die Intrigen-Lache. Ja. Ja, das ist ein guter Plan. Pass auf, nicht hier wieder aus Versehen was Falsches drücken. Das merke ich mir zum nächsten Mal. Das machen wir heute nicht mehr. Noch einmal kurz überprüfen. Hier das nicht vergessen. Dann hier die Geschichte, die wir gerade gemacht haben. Und der Nils ist hier im Osten. So. Okay, der Krieg hat nicht allzu viel gebracht, außer Sevilla. Und ja, jetzt drücke ich auf nächste Runde. Und du musst jetzt speichern. Du bist ja unser Speichermeister. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt Schluss machen schon? Ist es soweit? Ja. Ist es soweit? Da hast du da aber. Sehr interessant. Alles, was du tust, wird nicht gespeichert, ne? Ach, echt? Mhm. Ach so, gut, aber Regie, wir müssen jetzt feiern. Ist das richtig?
Gut, dann speichere ich jetzt. Ach, okay, verstehe, deswegen. Ah, weil das, der speichert dann die Runde so zum Anfang, ja? Genau. Ah, okay. Also, Spiel speichern. Ja, dann war's das. Der Krieg, wie erwartet, musste Dennis sich in Schimpf und Schande zurückziehen. Naja, geht so. Bei mir zu Hause freuen sie sich über Sevilla, dass wir denen in den Arsch getreten haben. Aber mit denen wollte keiner zu tun haben. Deswegen haben wir die dann verschenkt. Es so. Ausgenutzt und dann verschenkt. Speichern. Ich speichere zweimal. Gut, das war's. Spannend. Endet diese Runde. Ich bin sehr neugierig, wie es dann das nächste Mal weitergeht. Eigentlich würde ich direkt weiterspielen, weil es ist halt float so schön. Die sind im Rückzug. Alles gut. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.